Wir sollten den heutigen Tag der Autonomie zum Anlass nehmen, um kritisch über die Zukunft unseres Landes nachzudenken. Seit der Verfassungsreform im Jahr 2001 und den darauf folgenden Entscheidungen des Verfassungsgerichts sehen wir ja alle, wie unsere Autonomie Schritt für Schritt ausgehöhlt wird. Landeshauptmann Luis Dornwalder wurde zum Beispiel verurteilt, weil er den Abschuss von Arbeitnehmern angeordnet hat, obwohl unser Landesgesetz das vorgesehen hat. Oder Landesbeamte wurden verurteilt, weil sie Kollektivverträge unterschrieben haben, obwohl unser Landesgesetz das ausdrücklich vorgesehen hat. Das sind nur zwei Beispiele für die Aushöhlung unserer Autonomie. Es wäre endlich an der Zeit, an der Fassade der angeblich weltbesten Autonomie zu kratzen und die konkreten Probleme anzugehen. Landeshauptmann Kompatsch und die SVP haben jahrelang die Autonomie beweihräuchert, ohne wesentliche Schritte für ihre Weiterentwicklung zu unternehmen. In vielen Bereichen wie Arbeit, Steuern, Sicherheit, Einwanderung oder Ehrenamt haben wir kaum Handlungsspielraum. Unsere Teilautonomie reicht nicht mehr aus, um die wirtschaftliche, soziale und sprachliche Sicherheit unseres Landes langfristig zu gewährleisten. Wir müssen endlich die Ergebnisse des Autonomiekonvents aufgreifen und die Zuständigkeiten des Landes konsequent in Richtung einer echten Eigenständigkeit ausbauen. Die jüngsten Ereignisse haben gezeigt, dass wir die Einwanderung in unserem eigenen Land selber regulieren müssten. Auch die Strom- und Energiepolitik müssten wir endlich autonom in die Hand nehmen. Heute am Tag der Autonomie sollten wir den Mut aufbringen, uns von der Stagnation, dieser Unterwürfigkeit gegenüber Rom und der Ziellosigkeit endlich zu verabschieden. Südtirol braucht eine Weiterentwicklung der Autonomie, um zu einer starken, unabhängigen Region zu werden, die von allen drei Volksgruppen in unserem Land getragen wird. Dafür stehen die Freiheitlichen.